So, in diesem Video sprechen wir mal über die Leistungsdiagnostik, auch wie wir das hier bei uns machen, bei CoachMe. Aus diesem Grunde, weil mir immer wieder die Frage gestellt wird, ja, wie läuft diese Leistungsdiagnostik ab? Ich kann ja gar nicht von euch betreut werden, weil ihr seid in der Schweiz und wir betreuen ja auch Athleten auch ja, aus Deutschland, aus Österreich, aus Italien. Da muss ich ja zu euch fahren für die Leistungsdiagnostik, weil wir die Leistungsdiagnostik halt auch ja, mit integriert haben in unserem Coaching-Konzept und das auch nicht irgendwie noch losgelöst anbieten. Also ohne Leistungsdiagnostik oder ohne Leistungsbestimmung auch kein Coaching und da gehört ja das dazu. Aber wie machen wir das überhaupt und wie können wir auch Athleten sozusagen ferngesteuert, remotely eine Leistungsdiagnostik durchführen lassen? Und ja, das Ganze funktioniert. Also die Zeiten sind vorbei, wo man irgendwo in ein Labor gehen muss und da irgendwelche Tests machen, damit man da an physiologisch relevante Erkenntnisse kommt, wie zum Beispiel eine maximale Sauerstoffaufnahme, Laktatbildungsrate oder eine anaerobe Schwelle. Die Technologie hat große Fortschritte gemacht und man kann heutzutage solche Werte auch anhand von anderen Daten ermitteln, wie zum Beispiel Wattdaten, also mit einem Powermeter, den man am Rad hat, ist es möglich, halt an solche Werte zu kommen, natürlich über ein gewisses Prozedere, ein gewisses Testprotokoll, das jeder Athlet absolvieren kann. Auch für Läufer ist das möglich. Da sind es nicht die Wattdaten wie bei Radsportlern, sondern da sind es halt herkömmliche GPS-Daten, also die normale Geschwindigkeit. Wie auch immer, es ist möglich, anhand eines simplen Testprotokolls, was wir dir geben können, seine Leistungsdiagnostik zu absolvieren. Also du brauchst nicht irgendwo zu uns zu kommen, sondern wir können dir ganz einfach ein Testprotokoll geben, was du absolvieren kannst, bei dir zu Hause, wann du willst, wann du kannst, wann es in deinen Alltag passt, mit deinem Rad, mit deinen Laufschuhen und brauchst eigentlich nur dieses Testprotokoll umzusetzen, so wie es vorgeben. Und anhand dieser Daten, die du natürlich an uns zurückspielst, dann ist es dann möglich, auch mit gewissen Unterstützungen von Softwares und Diagnostiktools an alle diese relevanten Werte zu kommen und das auch sehr akkurat, natürlich, wenn die Daten auch stimmen, aber wir kommen dann an alle relevanten Werte, können eine Auswertung machen, eine komplette Diagnostik, nicht nur irgendwie ein Power-Profile, wie man aus einem FTP-Test kennt, sondern wirklich auch ein metabolisches Profil. Und das ist natürlich ein wesentlicher Baustein im Coaching, der wir als Voraussetzung sehen, um überhaupt eine effiziente und effektive Trainingsplanung zu gestalten können. Und deshalb integrieren wir das auch so und das auch eben in regelmäßigen Abständen. Also die Quintessenz daraus ist, dass es nicht nötig ist, dass man irgendwo hierher kommt, sondern wir können dich auch ferngesteuert coachen oder ferngesteuert auch diese Diagnostik durchführen. Und wenn du auch daran interessiert bist, so eine Diagnostik zu machen oder im Generellen mit uns zusammenzuarbeiten wollen, dann geh bitte auf unsere Website www.coachme.fit. Da kannst du dich bewerben für das kostenlose Beratungsgespräch. Ich kann dir das Ganze auch noch im Detail erklären, wie das ablaufen kann für dich. Und dann hören wir uns hoffentlich schon bald.